Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf PietSmiet TV mit allen aus dem Team PietSmiet. Und heute geht es wieder natürlich um PietSmiet kocht. Heute mit der Überschrift schlechtestes veganes Gericht, Fragezeichen, PietSmiet kocht. Ja. Alter, kocht Ratatouille. Christian lacht die ganze Zeit, was geht ab? Erstmal heißt in unserem Raum, und ich hoffe, dass es Jay heißt, jemand Wary Harry. Das bin ich. Ich bin Barry Harry. Aber das passt doch in unserem Sync-Video rauf. Und naja, PietSmiet kocht vegan, Peter, das Fleisch ist lecker. Ja. Achso, du hast die Kommentare auf. Ja. Das war. Ja. Ich hab mir eventuell ein Steak einzige, dazu gemacht. Was Peter nachher gesagt hat, boah, mein Steak. Das war ganz schön. Gut, Ratatouille, ja, inspiriert von dem Film. Wir schauen mal rein. Ratatouille. Oh, Mesdames et Messieurs, bonjour. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge PietSmiet kocht. Heute kochen wir. Das ist eigentlich schon Rassismus. Und heute kochen wir. Lustiger Rassismus. Heute machen wir Ratatouille. Aus dem Film Ratatouille. Der kalifornische Starkoch Thomas Keller hat das Rezept zum Film entwickelt. Aber bevor es losgeht, er hat zwei Tage Warte, weil er das Rezept. Der hat das Rezept zum Film entwickelt. Da bin ich, also da kommt hoffentlich noch einiges zu diesem Star-Koch. Weil, also Ratatouille gab's doch vorher auch schon, oder? Also muss ja. Ja, aber das, was der im Film macht, so versucht er, also, ne? Ah, da gibt's wahrscheinlich viele Abwandlungen und der hat sich an dem Film orientiert, was der da für Zutaten nimmt und wie der das anrichtet und so. Okay. Denk mal da, ja. Bram macht, glaube ich, gerade voll die krasse Ansage. Ich bedanke mich jetzt bei den Leuten mal, weißt du? Bram betet gerade zu Mohammed oder so. Starkoch Thomas Keller hat das Rezept zum Film entwickelt. Bevor es losgeht, wir haben vor zwei Tagen den Friendly Fire Corona Stream. Ich möchte nochmal sagen, vielen, vielen Dank für euren ganzen Support. An euch da draußen, ja, an die, die zu Hause bleiben, an die Leute da draußen, die Tag für Tag in die Kliniken gehen und sich den Arsch aufreißen, an die Post und alle viel weiteren, die halt dafür sorgen, dass halt mehr oder weniger ein zu Hause zumindest ein normales Leben funktionieren kann. Dafür versuchen wir euch jetzt ein bisschen zu unterhalten. Das Ratatouille aus dem Film Ratatouille, ja, wo Sepp dachte, die machen Paella aus irgendwelchen Gründen. Dafür benötigen wir Kräuter, Palela. Zwiebeln, Palela. Knoblauch, Lorbeerblatt, Pilze, Tomaten, Paprika, Kürbis, Zucchini, Olivenöl, Balsamico-Essig, Salz und eigentlich braucht man dafür gar keine Pilze, aber ich habe keine Auberginen bekommen. Ich nehme Kartoffeln statt. What? Und dann nimmst du zwei Champignons als Ersatz. Zwei Champignons als Ersatz für die Aubergine. Ich hatte noch zwei Champignons statt das gar nicht. Ich hätte auch einfach nichts nehmen können, aber ich hatte noch zwei Champignons, dachte ich mir, haust du die da einfach rein. Du musst übrigens sagen, Frau Eierbohm muss leider arbeiten, die ist nicht da, deswegen konnte die nicht zum React erscheinen. Ach, schade. Weil wurde gefragt, ob man die, da steht, bitte ladet Frau Eieruhr fürs React ein, kann ja auch einfach nur ihre Audio sein, die ist aber leider nicht da. Ah, ja. Ah. Ja, die ist nicht da. Gut, weiter. Kürbis, weil ich nämlich keinen Kürbis bekommen habe. Lass uns mal anfangen. Baguette. Für die Piep. Ich habe bei mir gesagt, die sollen das Jay nicht erzählen, dass ich keine Aubergine gekriegt habe. Und das ist jetzt auch nicht drin gewesen. Das finde ich ein bisschen tragisch. Kein Problem. Das ist kein Problem für mich. Ich habe wieder zum besten Zeitpunkt gestoppt. In Zeiten von Corona muss man halt nehmen, was man kriegt. Sagen. Parade. Der größte Typ, Soße, der man sich darüber aufgeregt hat, hat eh gerade. Die Paprika im heißen Backofen so lange backen, bis sie blasen werden. Wenn du direkt wusstest, was eine Parade ist. Hä? Ich hab mich gefragt, was eine Piperade ist. Keine Ahnung, was eine Piperade ist. Heißt das Piperade, Piperade? Ja, keine Ahnung. Ich weiß das auch nicht. Das steht doch da, was eine Piperade ist. Achso, das stimmt. Ja, das wird da drin erklärt. Ja. Okay. Anfang, Baguette. Für die Piperade eine dickflüssige Soße, ja, ist eine Piperade. Die Paprika im heißen Backofen so lange backen, bis sie Blasen werfen, dann abkühlen lassen und enthalten. Piperade, den habe ich ja noch nie gehört. Und mit aufgeschlagenen Eiern übergossen wird und anschließend etwa die Konsistenz eines Omelettes hat. Piperade ist aber, also das ist eine andere Beschreibung. Wie wait, das mit den Eiern ist immer woanders. Das war Google. Ja, ja. Jetzt kommst du für die Piperade. Bei Google steht halt was ganz anderes. Also so. Die Paprika im heißen Scheiße, jetzt habe ich falsch mal mitgestellt. Irgendwie das, was hier drin steht. Für die Pipe Raid? Die Paprika im heißen Backofen so lange backen, bis sie Blasen werfen. Aha. Aber ich tue die doch jetzt nicht so einfach rein, oder? Sondern ich schneide die doch vorher. So?
Soll ich schneiden? Guck, ich bin der Einzige, der sich die Frage stellt. Ich mach das so, wie der da steht. Ne? Hören aus, Messer an. So, rot und orange. Das war sehr also, Sepp hat nicht so schön geworden. Oh, dann bin ich die Eltern Angst. Irgendwie nicht so. Ja, die Zuschauer haben auch schon gesagt, er soll sich mal so einen Handschuh kaufen. Boah, so ein Metallhandschuh nicht ist sogar? Echt nicht verkehrt, glaube ich, für dich. Ja, oder keine. Der hat den noch nicht, Bram. Der dauert noch ein bisschen im Versand. Aber hast du bestellt, ja? Ungefähr 5 Monate. Sehr gut. Ach so, ja, ich erinnere mich. Könnte im Juni kommen, Peter. Also ein paar Sachen stand wirklich bei, dass das im Juni kommt. Im Juni, als ob, Junge. Vielleicht tauscht einfach dein Messer gegen einen Löffel. Ja, Spoiler Alert, wir haben wieder Bullshit in China gekauft. Zum Mühe gegeben. Nicht nur, nein. Ratatouille ist doch auch bestimmt so ein Armengericht, oder? Eigentlich sind manche Sachen sogar sowieso verrückt. Ich habe mal gelesen, dass Austern früher auch so eher für die Unterschicht waren. Du gehst durch einen Hafen, da riecht es immer so nach Fisch. Und dann gibt es nochmal so einen Teil, wo nach so richtig gammeligem alten Fisch riecht. Und so schmecken Austern. So wie Fischbrackwasser. Das war so eklig. Nee. Okay. Ich habe das mal über Hummer gelesen, dass Hummer mal was für die Armen auch war. Hat auch jemand in die Kommentare oder ich glaube auf Twitter oder so geschrieben, da habe ich das auch gelesen. Die muss ich jetzt auch nicht kleiner machen oder so, die kommen jetzt einfach in den Backofen, bis sie Blasen werden. In den heißen Backofen, da steht keine Temperatur bei, ich habe ja einfach 200 Grad gemacht. Okay, legen wir die einfach mal so auf ein Blech. Peter war 200 echt clever. Wieso? Ja, du hast die schon direkt so richtig klein geschnitten. Ich habe die noch so groß gelassen. Ich habe nur oben das Ding abgeschnitten, wo sich übrigens sehr echauffiert wurde, wie viel ich von meiner Paprika wegwerfe. Ja, das geht doch nicht. Aber wieso sollte das besser bei mir funktionieren mit Blasen als bei dir? Ja, nee, mit dem Abziehen. Nur der Blase, Gott. Weil, nee, mit dem Abziehen, weil dadurch, dass ich quasi dass das noch so rund war, war das nicht anfangen, so einfach. Ne? Ah, ja, okay. Genau. Grad, viel Spaß. Oder muss man die vielleicht andersrum drehen, dass die Haut oben ist? Das macht irgendwie Sinn, oder? Ich hab die jetzt mal umgedreht, also genau andersrum. Also alle erzählen nur, die Franzosen hätten so geiles Essen, aber ich war jetzt schon ein paar Mal in Frankreich. Letztes Mal war ich, glaube ich, in Paris. Da waren wir auch in einem französischen Restaurant. War ein super, super kleines Restaurant. Und ich hab direkt neben meinem Tischnachbarn quasi gesessen, der sich sofort oder beziehungsweise nach 2 Minuten zu mir rübergebeugt hat, mich auf Französisch zugelabert hat. Aber als ich ihm dann zu verstehen gegeben habe, dass ich kein Französisch kann, hat er sich direkt wieder rübergebeugt und die Schnauze gehalten. Nur seine Frau hat sich dann nochmal rübergebeugt, aber die war auch schon richtig blau. Der Mann wollte dann die ganze Zeit nicht, dass die irgendwas sagt, weil die auch so am Lallen war. Sie hat dann irgendwas gesagt mit von wegen, ihr Mann spricht Dutch. Und ich glaube immer noch, sie meinte Deutsch, aber im ersten Moment habe ich natürlich an Holländisch gedacht. Also habe ich ihm gesagt, genau, ein bisschen Nederlands braken. Daraufhin gingen bei dem alle Fragezeichen an, die, glaube ich, angehen können. Abkühlen lassen und entholen. Hallo? Autofokus. Ha! Ja, so, what the fuck? Was hat der... Was hat sich denn an die Kamera gedacht? Du musst ab sofort dauerhaft winken beim Kopf. Ja. Ey, what the fuck? Ich glaube, Jay ist dieses da kannst Video du aber nicht so häufig. Da kannst du auch nicht hundertprozentig drauf achten. Nee, aber, kannst du auch nicht. Du hast glaube ich, die Finger schneidest. Du hast, glaube ich, beim Autofokus die Gesichtserkennung angehabt und der ist erst angegangen, als du zur Kamera geguckt hast, weil er dann erst ein Gesicht erkannt hat. Spoiler für die nächsten Sendungen. Ich habe jetzt eine neue Kameraeinstellung. Bei mir, ist die Kamera ziemlich kaputt. Ja, ich habe auch einen heller gemacht jetzt. Die hängt, also bei mir ist alles kaputt gegangen, aber ich habe sie gefixt mit Klebeband. Mit Gaffer. Kaputt. Geil. Ja, mit Gaffer, wirklich so. Zumindest gut gefixt. Ist halt echt so und deswegen kann ich jetzt auch in der neuesten Folge wieder auf meinem Bildschirm gucken, weil vorher ging das nicht, da konnte ich die nicht einstellen. Weil der Bildschirm hing irgendwo, das war nur noch ein Kabel, was die komplette Bildschirmkonstruktion gehalten hat und der hing einfach runter. Ich würde einfach mal Zehe nehmen. Also Knoblauch sind ja quasi wie Frauen. Muss sie erst geil ausziehen und dann schmecken sie geil. Na komm schon. Wow. Und manchmal kriegt man den BH-Verschluss nicht auf. Top-Tipp, einfach bei den Mengenangaben, bei Rezepten, beim Knoblauch immer das Zweifache nehmen. Macht dieses Essen besser. Na, halbe Tasse Zwiebel? Was ist denn das für ein Quatsch? Halbe Tasse Zwiebel. Das ist eine ganze Tasse Zwiebel. Ja. Also ist eine halbe Tasse und eine halbe Zwiebel. Eine halbe Tasse? Ist eine Pizmi-Tasse? Ne, ist sie gar nicht. Mach gut voran. Ist eine Pizmi-Tasse? Ungefähr eine halbe Tasse. Ich hoffe erstmal, dass wir hier keine schimmligen Zwiebeln wiederfinden. Esst ihr die noch?
Ist nicht so geil, ja, oder? Ja, klar, kannst du also abschneiden. Kannst du aber abmachen. Die ich fäng jetzt schon an, dass ich anfange zu tränen. Weißt du, aber ihr regt euch über meinen Paprikaverbrauch auf. Und Jay feuert einfach seine Zwiebeln da durch die Gegend. Ja, die war ja auch schimmelig. Wenn die halt schimmelig sind. Oh, Leute, Leute. Star-Koch laut Wikipedia die Bedeutung, er hat Neodin mal geschrieben, und ich glaube, wir würden da drunter fallen. Koch, der es durch seine Kochkunst zu einiger Bekanntheit gebracht hat. Ja. Ja, Kochkunst. Ja, durch Pete Sweet Koch lernen uns so auch Leute kennen. Das heißt, den Vergleich, den habe ich aber auch sagen. Schon gemacht beim Kochen. Ja. Also, ein bisschen Star-Küche. Ja, find also das ist schon eine Art Kunst. Ich meine, Beuys hat auch Kunst gemacht und der hat einfach nur irgendwie an die Wand gekackt. Also von daher würde ich uns auch als Kochkunst. Hat der nicht auf ein Bild gewichst? Ja, keine Ahnung, was der hat dafür ganz viel Kram gemacht. Ich bin Schimmelschlons. Da kannst du essen. Geschmack. Millionen verkauft worden. Oh. Die waren noch frisch. Nein, wir bestellen keine Pizza. Wir müssen das jetzt hier kochen. Ah! Oh, Alter, schon wieder. Nur an der Spitze. Auch schön beim Zwiebelschneiden ist auch gut. Zwiebeln sind der Endgegner. Das ist echt seltsam geschrieben, dieses Rezept. Ich denke es, Jay sagt es. In meinem nächsten Leben werde ich kochen. Dann werde ich richtig geile Gerichte erfinden. Und dann werde ich da einfach so ein richtig behindertes Rezept draus machen. Ah! Sie ist back! Oh ja. Wo hast du denn da jetzt wehgetan? Ich weiß Finger auch nicht, ich hab da runtergedrückt gehabt. Und plötzlich habe ich so ein richtiges Stechen gehabt in meinem Gelenk. So richtig komisch. Einmal ein Handgelenk angestreckt. Ja, und ich weiß. Das war so richtig komisch, hab ich noch nie gehabt. Erste Form von Gicht. Okay, du hast dir das nirgendwo reingedrückt. Nein, hab ich nicht. Das war einfach so. Ich hab gerade so wehgetan in meinem Gelenk. Wisst ihr, was mir gerade gar nicht aus dem Kopf geht? Thomas Keller. Und er soll ja Star-Koch sein. Er ist aber nicht Sternekoch, der ist Star-Koch. Was macht denn so ein Star-Koch aus? Sind wir jetzt auch nix. Star-Köche? Ist Peter auch ein Star-Koch? Sehr gerne. Ja. Dann Tomatenchen und Lorbeerblatt hinzufügen. Okay. Die Tomaten sollen entkernt sein und klein geschnitten. Was? Wie entkerne ich denn Tomaten? Also die hier, die obere Kappe, die schneide ich mal ab. Wie? Entkernt? Entkernt? Hast du die angepustet? Komm wieder raus. Also schneidet man dann einfach hier das Innere so raus? Ich bin maßlos überfordert, das merkt man, oder? Das hat ein bisschen also eher was genau, ich hab's genauso gemacht wie Sepp. Ich hab einfach das Innere rausgepackt. Aber das ist doch voll scheiße. Das ist... Ja, das ist die Hälfte der Tomaten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Meine Paprika, Leute, ja. Das funktioniert auch nicht mit allen Tomaten, ne? Also da brauchst du wirklich diese wässrigen schon. Wenn die so hart vom Fruchtfleisch sind, dann hast du schon verloren. Also dann ist es echt dumm. Vor allen Dingen hat bei mir nachher auch Flüssigkeit gefehlt in der Soße. Ja, genau, da dachte ich mir halt auch, Alter, hätte ich mal diese Scheiße da nicht rausgenommen. Das Problem ist das Rezept gewesen. Salina meinte, wir haben ein Rezept genommen, was halt richtig falsch übersetzt worden ist. Zum Beispiel ist laut dem originellen englischen Rezept müssen die Scheiben in 1/16 Inch dicke Scheiben geschnitten werden. Das sind rund 1,5 Millimeter. Ich kann mich nämlich noch erinnern, im Rezept stand irgendwie was von 2 Zentimeter dicke Scheiben oder so, wo ich mir dachte, das ist völlig bescheuert. Ja. Hey, ja, du sagst es, hier ein Außenmesser übersetzt. An, wa? Ja. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe einfach Scheiben geschnitten. Das habe ich vollkommen überlesen. Im Rezept überlesen. Steht übrigens auch Yellow Squash, was bei uns unter Sommerkürbis bekannt ist. Darunter zählt auch die Zucchini, was auch mehr Sinn macht. Oh, lol. Weil in dem Film kam mit Sicherheit kein Kürbis dann. Nee, genau. Das ist alles falsch übersetzt. War einfach nur schlecht. Ach, krass. Oh mein Gott, weil ich den Kürbis jetzt noch nicht so schlimm fand. Nee, war der auch nicht. Bruschetta. Daran erinnert mich das gerade viel, viel mehr, als an irgendwie ja, das stimmt. So ein Paella. Nee, Ratatouille, Mann, wieso Paella? Dann die Kerne rausziehen. Okay, die Tomate ist erkannt. Die Großen sind voll die Lebensmittel verschwunden. Voll scheiße. Ein Bund. Ja, ich habe in den Kommentaren auch gelesen, das kann man dann auch noch essen. Da habe ich gedacht, ja, stimmt eigentlich, aber... Ja, das kann man aber bei Tomaten kannst du das nur gegen die Wand klatschen, wenn überhaupt. Ich hab echt nicht drüber nachgedacht im Moment. Und mir wäre jetzt auch auf Anhieb nicht eingefallen, wofür ich das hätte benutzen können danach, wenn es nicht in das Rezept gehört. Weil man aber auch sagen muss, ne, also hier während der Corona-Zeit, jeder bekommt kaum noch Lebensmittel, muss schauen, wie sie über die Runden kommen. Also, das mit dem über die Runden kommen, ja, okay, aber bekommt kaum noch Lebensmittel, das wage ich einfach zu bezweifeln. Ja, Supermarkt, da hat eigentlich alles. Selbst Klopapier gibt's in Hülle und Fülle wieder.
Ja, na, nur Hefe immer noch nicht. Das gibt's immer noch nicht. Aber selbst guter der Lieferservice ist wieder aufgestockt. Ja, guter Indikator ist einfach Jay, der hat seit 3 fucking Folgen jede erdenkliche Zutat. Ja, aber wirklich, der ist on a run, Junge. Ja. Thymian. Wie viel ist denn ein Bund? Boah, was haben die Leute eigentlich früher gemacht, bevor es Google gab? Einfach nach Gefühl. Geil. Super. Formelarbeit. Ich bin wirklich gespannt, was dabei gleich rumkommt. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier tue. Wofür mache ich das? Also wofür enthäute ich gleich die Paprika? Das ist jetzt hier leicht erwärmt. Nichts ist braun geworden. Alles ist tutti frutti. Da kommt jetzt unsere Tomatenmischung noch dazu. Da hast du mir auch gedacht, Peter, bei dir habe ich das gerade gesehen. Du hast ja einen Holzlöffel benutzt. Ich hatte ja mal eine Folge gestellt, weil da stand in dem Rezept extra immer Holzlöffel drin. Da hatte ich mal die Frage gestellt, warum denn immer Holzlöffel? Ich habe doch auch so einen Plastiklöffel. Dann schrieb jetzt jemand, damit das, weil das Plastik irgendwie anschmilzt oder so und das Holz nicht. Also die Plastiksachen, Pfanddinger, die schmelzen jetzt in der Pfanne nicht an. Nee. Ja, aber die billigen schon. Ich habe auch schon mal damals als Student so billige gehabt. So 5 Euro hast du 5 Dinger. Die schmelzen, wenn du die quasi drin liegen lässt, mit beim Anbraten, die schmelzen so an. Aber die teuren nicht. Warum stellt man solche Sachen her? Weiß ich auch nicht. Ist für die Pfanne. Also darf nicht zu heiß werden. Für den 1-Euro-Job ist das, glaube ich, ein 1-Euro-Laden. Also das war richtig billiger Rahmen. Aber Holz lässt sich schlechter reinigen. Ja, das Witzige ist, ich habe mal gehört, Holz wäre hygienischer als Plastik und dann denke ich mir, das ergibt doch gar keinen Sinn. No chance. Das Holz saugt das doch ganz auf, also ja, saugt genau. Das doch auf eher den Saft, oder? Ach, keine Ahnung. Deswegen verstehe ich auch nicht. Irgendwie wurde das auf jeden Fall schon mal erklärt, aber ich habe es wieder vergessen, weil es wahrscheinlich keinen Sinn gemacht hat in meinem Schädel. Oh Gott, die sieht ja echt aus wie, oh Gott. Zieh dir mal die Paprika rein, die sieht ja aus wie Oma unterm Rock. Die haben wir Blasen geworfen. Man muss den Ofen jetzt auf 135 Grad. Das kann ich nicht mal einstellen. Schmutz. Das ist ganz schön heiß. Der Handschuh ist sogar heiß. Ach so. Das ist ja der Shit. Oh, das geht voll gut bei dir. Guck mal, das geht ja super simpel. Ja, dauert nur ungefähr 3 Tage. In der Mitte geht es ein bisschen besser als irgendwie am Rand. Ja, genau, dieses Piddel ist halt. Die ganze Paprika, das dauert ja 3 Jahre. Bin ich so der Typ, der richtig viel Sonnenbrand bekommt tatsächlich. Ne, wenn man sich mal so Sonne vorstellt, schön, ist so viel Sonne, dann kannst du eine Fläche machen. Und dann kommt die Haut auch mal ab. Boah, Alter. Ich krieg langsam Nackenschmerzen. So sieht das aus. Und jetzt, als ich angefangen habe, ich musste die Küche noch ein bisschen sauber machen, da habe ich richtig Hunger gehabt. Und mittlerweile ist es 5:50 und ich habe irgendwie nicht mehr wirklich, ich habe irgendwie keinen Hunger mehr. Ja. Ja, übrigens, jemand geschrieben in die Kommentaren, die Paprikahaut ist schwer verdaulich. Es gibt Menschen, die nach dem Verzehr Verdauungsprobleme haben, deshalb enthäutet man Paprika. Ja, ich aber nicht. Dann hätte ich dir das ja sparen können. Ja, echt, Mann. Peter hat dauerhafte Verdauungsprobleme. Wobei, ich konnte bei mir die Dinger wirklich in einem Fetzen abziehen. Das war voll sexuell. Oh, deswegen bist du auch nicht drin. Ich dachte, hab mich schon gewundert. Ich glaube, das war unscharf bei mir, weil ich habe so geile Sex-Jokes gemacht währenddessen. Aber egal. Wow. Irgendwie glitschig dadurch. Jawohl, die gelbe, die geht gefühlt immer besser. Na Scheiße, jetzt hab ich mal gut gesagt. Ich hab die gelbe Paprika gelobt, Alter. Schon macht sie ja Stress. Also ich denke mal, die Paprika, die muss man doch jetzt klein schneiden, oder? Also, Paprika hinzufügen, weiter köcheln lassen. Soll ich das klein schneiden? Warte mal. Da steht nichts von klein schneiden, mein Freund. Da steht ganz viel. Geh hier ein Ausmesser an. Weißt du, in dem Rezept steht ganz viel nicht. Auch, dass man die nicht klein geschnitten in den Ofen tun soll. Also, das Rezept ist echt Müll. Ja, ich hab die auch nicht klein geschnitten in den Ofen getan. Fair enough. Ich hab so einen Boden daraus gemacht. Wenn ich die so halbiere, dann kommt das gleich einfach als Boden da rein. Alles bis auf einen Esslöffel in eine feuerfeste Auflaufform geben. Das verstehe ich. Oder wie funktioniert das? Das ist auch noch Grund. Ich mag Gemüse am liebsten, wenn es noch besser hat. Ich fülle jetzt einfach ein bisschen die Paprika mit der Pomerade hier. Dann verteilen wir das ganz ein bisschen. Also, das wird doch jetzt nicht die Paella, oder? Alter. Ja, hier. Ein Esslöffel rausgeklaut. So, jetzt Zucchini, Aubergine, Kürbis, Tomaten und 2 cm dicke Scheiben schneiden. Sekunde. Post. Darauf warten wir. 2 cm. Wie viel sind 2 cm?
Guck mal, das ist ja nur 1 Zentimeter. Ach du Scheiße. Das ist ja nix. Aber komm, das sieht auf dem Bild nicht so aus, als wenn da 2 Zentimeter Scheiben wären. Ich glaube, ich gehe mal mit dem Zentimeter. Ich weiß eigentlich, war das eigentlich so dünn wie möglich? Eigentlich schon. Okay, er wird mir nicht helfen dabei, die Sachen zu schneiden, weil der kann nur 1 Zentimeter große Scheiben machen und ich glaube, das ist zu dünn. Scheiße, danke. Ich würde einfach mal behaupten, 2 Zentimeter sind ein Daumen. Anzeigefinger. Guck dir das mal an, was das für Bollermänner sind. Das ist nur 1 Zentimeter. Ja. Ach scheiße, ich suche jetzt ein Lineal. Wow. Oh. Ja, das kann nicht wahr sein. Wo sind denn die ganzen Sachen hier in diesem Haushalt? Nehmen wir ein Maßband. Das ist 1 Zentimeter. Das muss doppelt so dick sein. Das macht dann null Sinn. Das heißt, das wäre so eine Scheibe. Ja. Oh mein Gott! Bis hier. Was sind denn das für Stücke? Da mache ich aus einer Kartoffel, mache ich eins, vielleicht 4 Scheiben aus einer Kartoffel. Das ist eine halbe Tomate. Jetzt mache ich dünnere Scheiben. Einfach aus Protest, Thomas Keller. Also Tomate habe ich auf jeden Fall gefühlt mit 4 Stück zu wenig in der Ration, oder? Wie soll man die Brummer denn überhaupt hintereinander machen? Gefühlt. Aha. Geil. Ja, da bin ich direkt wieder für geflasht. Kannst du dir mal abgewöhnen, mich immer anzurutschen? Aber gut, dass wir den Backofen... Zucchini, da können Giftstoffe drin sein. Ach, Quatsch, was? Lächerlich, ja. Gibt auch so Verzeichnisse, so bleibt den Ratten an, dann gebe ich alles nicht dem das. Weißt du, dann laust du so, ich bin nicht satt geworden, käf ich auf Teller rein. Ja, so läuft das. Und die Ratten sind uralt mittlerweile. Die eine Ratte, die hätte schon vor über einem halben Jahr den Abgang also, machen müssen. Von Zucchini habe ich tatsächlich auch noch nichts gehört. Dunkle Schokolade gibt, sollte man gibt, lassen. Ja, Schokolade generell bei Hoden. Das sollte man bei Hoden. Schweinefleisch. Rohes Schweinefleisch. Ja, rohes Fleisch kriegst du auf meinem Teller auch nicht rohes Fleisch über. Außer Dosenfutter. Nee, aber dann ist meistens auch so eher ausprobieren. Also, es sei denn, du weißt jetzt so Sachen wie, okay, Schokolade kann den Hund killen. Ja, da musst du nicht ausprobieren. Aber der Hühnerknochen. Okay. Aber ja, okay. Das ist so das ganz am Anfang da vorgeheizt haben. Ich glaube, sonst hätten wir das mit der Temperatur nicht hingekriegt, zeitig fertig zu werden. Frau Eieruhr, ist das schlimm, wenn die endlich. Tomate von innen so gelblich-grün ist? Also sie sieht auf jeden Fall ganz anders aus als die anderen. Wir haben auch eine schimmelige Zwiebel da drin, also... Fehlt eigentlich in nur noch Mr. Kürbis hier. Das war super strange, weil von innen ist es wirklich gelb. Ja, dann ist sie einfach nur noch nicht komplett durchgereift wahrscheinlich. Ja, ich esse nie Tomaten. Eine Minute noch. Wir sind jetzt bei 11 Minuten 6, bei 12 Minuten 7. Da kommt der Auftritt von Frau Eieruhr. Da freue ich mich schon drauf. Okay. Ja, ich schneide mir mal so ein Scheibchen davon ab. Peter muss den Aufkleber abmachen. Nee, da wo ich schneide nicht. Oder sind die Momente, wo man sich verlässt, oder? Wollte ich nämlich auch gerade sagen, das sieht aus wie... Aber nicht ich. Aber Peter, ich kann nicht Fickkürbis rein. Ich hab den guten Sparschäler von Ikea verloren. Schält ihr den? Ich weiß nicht, wo er hin ist. Meine Vermutung ist, ich hab... Weil ich nicht Hast wusste, ob man der mit Schale essen kann. Hat er schon mal Kürbis gemacht? Haben wir schon mal. Haben sie damals auch in die Kommentare geschrieben, habe ich aber wieder vergessen. Ich werde ihn wahrscheinlich immer schicken. Wobei, tatsächlich bei meinem Kürbis, das damals nicht funktioniert hat. Das war sehr strange. Okay. Also ihr habt den Kürbis geschält und die Schale, die ich da abgemacht habe, war teilweise so hart, dass du die brechen konntest. Mhm. Ja, also, das ist dann halt auch nicht so geil. Wir haben danach übrigens den Kürbiskuchen nochmal gemacht. Der war damals ja eh so lecker und... Wir hatten noch so ein bisschen Kürbis übers alles. Was? Haben meine Ratten bekommen. Kürbis. Die leben da jetzt drin noch. Das habe ich völlig vergessen. Nee, der war oh. Das war die Klinge von meinem Sparschäler. Oder erst von dem Sparschäler meiner Freundin. Houston! Oh! Yo! Oh Gott. Das war aber nicht so scharf, das Messer kann das sein. Ja. Oh Gott. Ein witziger, geiler Kürbis. Alter! Ach ja, es gibt ja Kürbiskerne. Ah, ja, fuck. Kürbiskerne. Nice! Ja, ja, ja. Das hab ich völlig vergessen. Geil. Okay. Oh, stimmt, da war ja was. Das ist ja awesome. Hör ein Ausmesser an. Ja. Ist ja gefüllt. Mit Kernen und so, hab ich ja komplett vergessen. Was ist das? Au! Shit. Au? Ja, ein paar Kürbisse auf dem Boden verteilen, ein paar Kürbiskerne, kein Problem. Müssen dann nur so machen, bevor Frau Eieruhr das sieht. Oh-oh. Oh, guck dir die Scheibe an, Junge. So, also nächster Schritt wird sein, den ganzen Scheiß in der Auflaufform zu machen. Natürlich konnte ich nur kochen, weil ich Begleitung dabei habe. Ja. Möchtest du was haben? Siehst du aus, als wenn du
als wenn du unbedingt was zu essen haben möchtest. Okay, die Gemüsescheiben abwechselnd fächerförmig über die Periade anordnen. Ja, dann machen wir doch. Die Aubergine ist da auch viel zu groß. Guck dir das mal an. Machen wir einfach Aubergine, Zucchini. Das ist doch echt dumm. Ich würde ungefähr die Hälfte vom Gemüse übrig haben. Was sind da für Mengenangaben? Schwarz, Rot, Gold machen wir. Okay, dann kommen hier zwei Scheiben Tomaten immerhin. Ja, so habe ich das auch gemacht. Toilettenpapier. Geil. Wie viel Lagen? Nur drei. Drei Lagen? Es gab nur die einen Lagen. Denkst du zurück? Das hast du früher auch benutzt, als du noch arm warst. Als du noch arm warst. Herrlich, ey. Alter. Geil. Ja. Bin aber auch ein Freund des vielen Lagen. Und was soll ich da rüber geben? Fünf! Jay, fünf kann ich. Es gibt auch fünflagiges Toilettenpapier. Okay, fünflagiges von Zeva. Fünflagiges Toilettenpapier. Ist das auch parfümiert? Und, nein, parfümiert ist so was Ekliges. Ne, das brauchen wir. Ja, ich hab wann immer noch, fängst du das eigentlich an zu lesen? Wann das so ein Magazin ist, mit dem du ja für den Arsch abwischst. Ja, da brauchst du noch weniger Lagen, um überhaupt, ne? Also, nein, also. Also du brauchst weniger, einzelne Papier. Ja. Weniger Blätter. Okay. Ja, genau, Blätter. Weniger Scheiben. Oh mein Gott, voll durch. Ja. Immer kommst du damit so 30 Lagen im Klopapier, 1 Zentimeter dick. Kann mal jemand sagen, wie das gelaufen ist? Das verstehe ich nicht. Wenigen bis heute nicht. Ja, die Mengenangaben da. Ich habe das genau gemacht, wie das im Rezept stand. Das ist meine Soße. Ich kann dir das auch gleich sagen, nämlich gar nicht. Das war nämlich einfach nur Bullshit, das Rezept. Okay, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Das ist ja jetzt schon eingetrocknet. Also das Rezept ist großer Mist. Die Form mit Alufolie. Was? Die Form mit Alufolie abdecken und 2 Stunden backen? Bitte was? Okay, das ist jetzt Abfuck, weil wir haben jetzt schon abends und ich... Fuck! Wir haben schon, oh Gott, wir haben sogar schon 19:20 Uhr. Oh Mann. Nice, dass ihr vor das Rezept nicht einmal durchliest. Ja, habe ich vielleicht überlesen oder so. Oder? Eigentlich lese ich mir das schon in der Regel durch. Die Musik dann auch dabei. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Mit Alufolie abdecken und 2 Stunden backen. What? Alter. Oh, bis in 2 Stunden. So sieht's aus. Alufolie ist entfernt. Wir haben jetzt irgendwas mit 21.50 Uhr. Auf jeden Fall habe ich Arschkohldampf. Halbe Stunde noch. Dann gibt's Essen. Ihr kennt doch bestimmt von dem Film Ratatouille am Ende, wenn der Essenstester da dieses Ratatouille probiert und in seine Kindheit zurückversetzt wird und es einfach so geil ist. Klar. Da hat man, glaube ich, ganz gut eingefangen, worum es in der Küche auch häufig geht. Nicht immer nur ums Sattwerden, sondern auch um Emotionen. Und deswegen mache ich heute zum Ratatouille noch ein geiles Steak. Für die Vinaigrette den Esslöffel Piperadi mit Öl, Essig, Gewürzen und Kräutern mischen. Ja, sieht aus, als wenn ich mal auf den Teller geschissen das hätte. War da wir noch ordentlich Pfeffer rein. Ach, das hat bei dir gefehlt, Christian. Das war auch richtig Müll. Nee, das hat bei mir nicht gefehlt. Also das habe ich dann da rausgenommen und da reingetan, aber das ist ja trotzdem nicht genug Soße, diese Piperade. Ah. Das ist ja nur diese Matsche aus Tomaten und so. Ja, okay. Das ist ja keine Soße. Okay. Genau. Okay, das schmeckt geil. Den Tellerrand mit Vinaigrette besprenkeln. Oh, das war viel zu wenig. Ach komm, Alter, ja, kommt das so viel zu wenig. Ich kann mich fast nicht mal aufrecht hinstellen, ohne dass ich Schmerzen habe in meinem Bauch, weil das so leer ist. Ja, wirklich Hunger gehabt, Mann. Alter, ich stirb gleich. Er hatte wirklich Hunger. Hattest du schon so einen Hungerbauch? Das sah ein bisschen so aus. Bei denen, die... Gerade alle Kinder in Afrika so, oh Gott, ey, hier nimm daher was von meinem kommt der Brot. Kommentar, Christian, glaube ich. Mit dem einen geht's so schlecht. Alter, Vater, ey. Oh Mann. Oh, das sieht schon ein bisschen geil aus, muss ich sagen. Ja, mal gucken, ob es denn dann jetzt auch schmeckt. Das sieht auch gut aus. Sagen wir, wie das. Das ist bestimmt dem Gemüse angemessen lecker. Das war jetzt 4 Stunden gesamte Bearbeitungszeit. Für ein bisschen gebackenes Gemüse. Also wer haut mich jetzt gleich nicht vom Hocker an? Problem. Wo ist denn die Paprika hin? Hä? Das sieht auch gut aus. Da unten drunter war nochmal Paprika. Guck mal hier, das ist so. Das ist die Paprika, das ist die gelbe Paprika. Und dazu ein bisschen Vinaigrette am Tellerrand. Und schon ist Ratatouille fertig. Brauchen Sie einen Kopf nicht.
Ja, ihr seht richtig, im Hintergrund läuft Promis und dabei. Das wird jetzt gleich geguckt beim Essen. Aber das ist gebackenes Gemüse. Diese dicke Soße, die muss raushauen. Fangen wir an mit etwas, was ich weiß, dass ich es mag. Zucchini. Weich und saftig. Vom Stuhl hautet mich noch nicht. Das Gemüse und alles. Und Tomaten sind halt nicht geil. Das ist das Problem. Aber das Problem. Aber ich hab mir das gekauft. Alles. Das Problem an dem ganzen Gericht war scheißegal, was du dir da gerade rausgesucht hast. Es schmeckte sowieso alles gleich. Egal, ob du jetzt Tomate gegessen hättest, dann schmeckte eine Aubergine genauso wie die Aubergine nach Paprika schmeckt. Ja, aber hätte die Aubergine gerne gegen Kartoffeln ausgetauscht, zum Beispiel. Dann würde das besser schmecken. Ja, aber das ist ja dann kein Ratatouille. Ja, das ist doch scheißegal, weil es schmeckt halt wenigstens. Butter weich. Ich mag Gemüse. Am liebsten wird man besser. Oh. Das ist ja Matsche. Ja. Boah. Die Konsistenz? Schrecklich. Das ist einfach Brei. Da mache ich einen Strohhalm da dran, dann kann ich ja trinken. Gebackener Kürbis ohne alles. Das wäre richtig lecker, wenn dazu jetzt Kartoffeln geben würde, Soße und ein Steak. Schmeckt gut, oder? Weiß nicht. Mein Gott, mach Salz und Pfeffer drauf. Werde ich wahrscheinlich nochmal nachwürzen müssen. 3 von 10. Also ich glaube, da spreche ich jetzt nicht in 100 Jahren nochmal drüber. Aber lecker. 6 von 10 Sepiös gebe ich dem Gericht. Auf der gebackenen Gemüseskala kriegt er eine 10 von 10. Auf der vollwertiges Essenskala kriegt er halt leider nur eine 6 von 10. Nur eine 6? Und wenn man den Effekt... Das ist die schlechteste Wertung, glaube ich, gegeben habe, außer für die Klöße. Verstehe ich dazu gar nicht. Aber gut, der ist auch in seine Kindheit zurückversetzt worden. Aber vielleicht haben die den Filmtitel auch nur genommen, weil er ein Wortwitz mit Ratten ist. Obwohl das Gericht gar nicht... Peter, du bist hinter dir, bist du abgehört. Da ist ein Peilsender. Ja, ich glaube, du wirst abgehört. Ja, da steht Berliner, Alexa. Das ist der Berliner Fernsehturm. Als Aha. Lego. Alexa hört sowieso Aha. schon zu. Ja. Und das den kleinen Elefanten, den habe ich meiner Freundin aus... Afrika mitgebracht. Ja, in welchem Land warst du denn nochmal, Peter? Ich wollte gerade Neapel sagen, aber es war Nigeria. Namibia. Okay. Nigeria. Oh mein Gott. Findest du es lecker? 5 von 10 Punkten. Gemüse. Also ich esse schon gerne Gemüse, ja? Das war scheiße. Und ich habe auch richtig Hunger gehabt und das hat ewig gedauert. Oh Mann, und das ist jetzt mein Mittag- und Abendessen? Nee. Da bestelle ich mir was. Da kriegt von mir eine 2 von 10 Christians. So, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich liebe euch. Und nicht vergessen, immer schön den G-Punkt stimulieren gegen die Langeweile. Ah, 3 von 10, ja. Ich habe weggeschmissen. Ja, das war ein wirklich enttäuschendes Essen, muss man sagen. Ja, das war eine Beilage. Schmutz. Ehrlich gesagt, finde ich, einfach das Gemüse in die Pfanne hauen, oder auf dem Grill, ja. Wäre geiler und hätte irgendwie 10 Minuten gedauert. Nee, vor allem, also ich mache das auch ganz gerne einfach so als Beilage zu einem Schnitzel oder so oder zu einem Steak, aber dann nicht so aufwendig mit, du musst da alles abziehen. Das ich schneide halt einfach die Sachen in Stücke, hau die in eine Auflaufform, eine Stunde irgendwie in den Ofen und fertig. Dann hast du irgendwie eine Viertelstunde Arbeit und geiles Essen, aber nicht hier 3 Stunden vorbereiten, 2 Stunden in den Ofen, das ist einfach... Ich esse das ja normalerweise nicht mal als Beilage, sondern sowas esse ich normalerweise auch gerne als Hauptgericht. Aber wie gesagt, nicht wenn er dann 4 Stunden dauert. Ich hatte kein Mittagessen deswegen, ich habe kein Abendessen deswegen gehabt. Ich habe die Schnauze so voll gehabt. Ich habe alles einfach im Müll geworfen. Christian war einfach so. Ich habe die ganze Scheiße einfach weggeworfen, habe mir was zu essen bestellt. Ich war so sauer. Ich hatte halt auch Hunger, also nicht so krass wie Jay, ja. Also ich konntest du noch stehen, ja? So stehen. Er hatte wirklich Schmerzen im Bauch. Ich war so sauer, ich hab die Scheiße einfach alles weggeschmissen, hab mir was zu essen bestellt und dann war gut. Wir hatten auch 10 Uhr abends. Ja, eben. Und ich esse kein Mittagessen, ich frühstücke und esse abends. Ja. Aktuell. Ja, kenne ich, habe ich mal ja auch. Ja, das war wirklich enttäuschend. Ich muss auch zugeben, dass ich das Gericht rausgesucht habe. Also das war auf jeden Fall mein Fehler. Ja, aber macht ja nichts, Peter. Dann aber dann nicht, was das danach merke ich mir, Peter. Das hat, merke nächste ich mir. Woche, dann das ist gibt Ärger. Gewesen. Ja, das war Sepp. Das war Sepp danach rausgesucht. Nein, das war immer besser. Ja, also nächste Woche, nee, heute, warte mal. Heute kommt natürlich wieder ein geiles Kochvideo auf unserem Hauptkanal. Ist heute die Sommerrolle? Zieht euch, ja. Ja. Dürfte die Sommerrolle sein, aber with a twist. Und die war spitze. Also das könnt ihr euch dann reinziehen und
nächste Woche dann wieder ein React und natürlich auch wieder ein Pizza mit Kocht Video auf das Sommerrollen-Video von heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, haut rein. Ciao. Tschüss.